Hallo meine lieben Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein Masters Unboxing und ihr habt schon den Titel gesehen, es geht um Dragon Blaster Skeletor. Ja, in den 80ern gab es ja auch schon, so wie heute, verschiedene Varianten von He-Man und Skeletor. Die meisten davon waren hierzulande aber eher unbekannt. Besonders zwei Varianten wurden ja hier in Deutschland angeboten. Das war einmal Battle Armor He-Man, der hier bei uns unter dem Namen Zauberrüstung He-Man verkauft wurde. Das ist jener hier. Und dann hatten wir einmal Dragon Blaster Skeletor, der wurde bei uns unter dem Namen Drachenkämpfer Skeletor verkauft. Das ist der hier, gut. Ja, die Vintage-Figuren sind jetzt nicht mehr in einem besten Zustand, aber hey, sie funktionieren noch. Also das Action-Feature hier, das funktioniert. Und der Kleine hier kann auch nach Jahrzehnten immer noch Drachengift aka Wasser sprühen. Ja, von Battle Armor He-Man, / Zauberrüstung He-Man, ist ja bereits vor einiger Zeit eine Origins-Variante erschienen, die ich mir natürlich auch gekauft habe. Die hängt als OVP nebenan in meinem Sammlerzimmer. So, ich zeige es euch nochmal kurz. Mit einem He-Man-Kopf, der mir jetzt nicht so gut gefällt, aber es gab ja da schon auch einen Wechselkopf zu. Ja, das war, also das ist Battle Armor He-Man als Origins-Variante. Ja, und als dann auch Drachenkämpfer Skeletor endlich als Origins-Variante angekündigt wurde, war ich natürlich Feuer und Flamme und wollte den haben. Nur hatte ich allerdings die Befürchtung, dass die Figur hier in Deutschland gar nicht auf den Markt kommt, weil es ist ja in letzter Zeit öfters mal passiert, dass man Figuren nur in Amerika bekommen konnte oder halt hier in Deutschland zu sehr überhöhten Preisen. Deswegen dachte ich, gehe ich auch nochmal sicher, bestelle mir die Figur in Amerika. Gut, mittlerweile gibt es den in Deutschland, man kann ihn in jedem Smith Toys Laden kaufen. Aber ich ärgere mich jetzt nicht, weil so viel habe ich jetzt für die US-Karte nicht bezahlt. Und außerdem, man hat dann auch einen richtigen Mini-Comic. Man kennt die Geschichte ja. So, das ist also Dragon Blaster Skeletor, den ich nach wie vor, ihr werdet es mir verzeihen, Drachenkämpfer Skeletor nenne. In der wunderschönen US-Blisterkarte. Und ja, ich würde sagen, bevor wir die Figur auspacken, ich habe sie nämlich zweimal bestellt, dass ich sie einmal auspacken und einmal eingepackt lassen kann. Ich bin schlau. Ja, schauen wir uns die Verpackung einmal ganz genau an. Also, viel Spaß und let's go! So, es ist, wie könnte es anders sein, ein Deluxe-Figuren-Set, aber das war es ja in den 80ern auch schon. Ja, warum im Moment immer wieder das Snake-Man-Logo verwendet wird, weiß ich nicht, weil es sind ja keine Snake-Man-Figuren, aber es ist wohl immer noch das Jahr der Schlange und naja, wahrscheinlich deswegen. So, hier haben wir ein Mini-Artwork von Skeletor mit dem Drachen auf seinem Rücken, was richtig cool aussieht. So, hier der Name der Figur mit Untertitel, wie das ja bei amerikanischen Blisterpackungen so üblich ist. Hier haben wir das Schloss, die Kette, sein Schwert. Ja, genau wie in den 80ern wird der Drachenkämpfer hier ohne seinen klassischen Lendenschutz verkauft, dafür mit schwarzem Gürtel und schwarzer Fellhose. Ich finde es richtig cool, dass man darauf geachtet hat, dass dieses Detail erhalten bleibt. Ja, auch die Rückseite hat ein wunderschönes Artwork. Hier sieht man Skeletor gegen He-Man, der in Speciosaurus, ne? Ist es Speciosaurus mit der Rammkugel? Ja, ne? Ob das ein Hinweis ist, dass dieses Vehikel, den jetzt auch erscheinen wird? Ich hätte nichts dagegen. Too bad, ja, den brauchen wir auf jeden Fall als Origins-Figur, gar keine Frage. So. Hier gibt es wieder einen kleinen Text. Hier wird sehr ausführlich das Action-Feature beworben und ich finde gut, dass es vorhanden ist. Es ist ja bei den Origins mittlerweile gar nicht mehr so selbstverständlich, dass die Action-Features der 80er Jahre beibehalten werden, aber hier ist es der Fall. Genau wie Snoutspout kann auch Drachenkämpfer Skeletor das Action-Feature seines kleinen Drachens nutzen. Er kann Wasser sprühen. Das soll wie in den 80ern funktionieren. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren, Freunde. So, die weiteren Figuren der Wave 13 plus die beiden Deluxe-Figuren. Also das Sprichwort unverhofft kommt oft, das trifft ja immer wieder zu. Ne? Ich meine, wir haben uns ja quasi schon von dem deutschen Masters-Markt mehr oder weniger verabschiedet, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, also ich habe es auf jeden Fall. Ich war schon der Überzeugung, entweder teuer auf eBay oder direkt in Amerika bestellen. Jetzt schlägt Smith Toys regelrecht zu und veröffentlicht die mal eben die Wave 13. Ich habe gerade erfahren, Mossman, eine Exklusivfigur für September, wird auch bei Smith Toys in Deutschland erhältlich sein.
Dann ist der Point Red mit dem Talent Fighter mittlerweile bei Smith Toys aufgetaucht. Also, ich würde sagen, der deutsche Masters-Markt erlebt gerade ein Comeback. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So, aber jetzt Skeletor auspacken. Ja, Freunde, und das bekommen wir geboten, wenn wir die Figur auspacken. Einmal Skeletor selber. Ups, das ist ein bisschen stoppig. So, dann die Anleitung, weil Figuren Anleitungen brauchen. Der Mini-Comic, da es sich um S-Variante handelt mit schönen Texten. Wir werden uns den Comic gleich noch sehr genau ansehen. Dann natürlich der Drache, den wir gleich noch mit Wasser befüllen werden, um das Feature zu testen. Skeletors Schwert und natürlich die Kette mit dem Schloss. Jo. Nur der Inhalt zählt. So, Freunde, dann hier einmal der Mini-Comic. Ich habe es ja in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ich sage es auch diesmal, wenn ihr den Comic lesen wollt, drückt einfach die Pause-Taste. Ich bin ja dafür, dass für den deutschen Masters-Markt eine Ausnahmeregelung gelten sollte, was die Mini-Comics angeht. Weil es wird ja immer gesagt, nach den USA ist Deutschland der Hauptabsatzmarkt der Masters. Und wenn das so ist, dann sollte man doch speziell für den deutschen Markt auch deutsche Mini-Comics drucken, oder? Ich weiß, das ist Wunschdenken, aber hey, sagen wir mal ehrlich, die Idee wäre doch cool. So, so viel zum Comic, jetzt zur Figur. So, Wasser habe ich reingefüllt. Ich hoffe, das gibt jetzt kein Gematsche. Ja, ob es von Skeletor jetzt besonders clever ist, sich einen giftsprühenden Drachen auf den Rücken zu schnallen, sei mal dahingestellt. Die Figur sieht auf jeden Fall klasse aus. Hier zum direkten Vergleich der Vintage-Kollege. Und ja, ich habe Wasser in den Drachen gefüllt. Natürlich hat es ein Gematsche gegeben, gar keine Frage. So, schauen wir uns die Figur mal im Detail an. Ja, ein guter, schöner Skeletor-Kopf, wie man es gewohnt ist. Die Rüstung, sehr gut dem 80er-Original nachempfunden. Das gilt auch für die Kette. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, der Lendenschurz fehlt, wie es auch bei der klassischen Figur der Fall war. Dafür halt schwarzer Gürtel, schwarze Fellhose. Ja. So, das Ganze von hinten betrachtet. Auch hier mal den Vergleich zur Vintage-Figur. Ja, bei der Vintage-Figur fehlt leider das Schloss. Das ist mir im Laufe der Jahre abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, dass die Vintage-Figur jetzt vor allem der Drache dunkler ist. Das vermag ich jetzt gerade nicht zu sagen. Ja. Auf jeden Fall scheint mir der neue Drache ein bisschen größer zu sein. So einen direkten Vergleich. Ah, nee, doch nicht. Das sah nur gerade so aus. Jetzt sehen die wieder gleich groß aus. Naja, ist ja auch egal. Also es war damals schon eine meiner Lieblingsfiguren. Irgendwie sage ich das fast bei jeder Figur. Ja, aber Drachenkämpfer Skeletor war schon eine meiner wichtigsten Figuren. Das war die erste Skeletor-Variante, die ich hatte. Den typischen Skeletor, ne, in seiner Originalrüstung. Der war damals, als ich mit den Masters anfing zu sammeln, der war da schon recht schwer zu kriegen. Und dieses He-Man Skeletor 2-Pack, das habe ich ja leider auch nie bekommen, weil meine Eltern das in den Geschäften nie gefunden haben. Deswegen habe ich tatsächlich erstmal Drachenkämpfer Skeletor bekommen, als erste Skeletor-Variante. Und später, 1987, wo dann He-Man und Skeletor nochmal neu rauskamen, hier mit Hörspielkassette und Doppelmaske und so, da habe ich dann auch den originalen Skeletor nochmal bekommen. Ich habe mich vielleicht gerade ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Natürlich hat das Skeletor auch in seiner Original
Version, ne, den schwarzen Gürtel, die schwarze Fellhose. Ne, es bezog sich jetzt darauf, dass jetzt halt dieser blaue Lendenschutz, dass der halt beim Drachenkämpfer nicht dabei ist. So meinte ich das. Nicht, dass ihr mich jetzt in den Kommentaren darauf hinweist, der hat schon immer eine schwarze Hose. Ja, weiß ich. Weiß ich. Onkel Retro drückt sich manchmal ein bisschen blöd aus. So, Freunde, das Duell der Duelle. Sowohl der Origins als auch der Vintage Skeletor haben ihre Drachen mit Wasser gefüllt. Los geht's. Mr. Origins, Sie haben machen den Anfang. Ja, da spritzt es ordentlich. So, und jetzt, Mr. Vintage, Sie haben die Ehre. Okay. Mr. Vintage kommt irgendwie nicht in Fahrt. Ja, schade, schade. Es hat beim Vintage Skeletor nicht mehr funktioniert mit dem Wassersprühen. Schade, schade. Na ja, gut, ich meine, die Figur ist Jahrzehnte alt und wurde jahrzehntelang nicht benutzt. Aber der Origins-Kollege hier, der spritzt ganz gewaltig. Das klingt jetzt irgendwie pervers, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Ja, jedenfalls abschließend kann ich sagen, Drachenkämpfer Skeletor ist damals wie heute eine tolle Figur, richtig klasse. Wenn ihr auf einen Comic mit Texten und auf eine schöne US-Karte verzichten könnt, dann geht einfach in den nächsten Smith Toys, da bekommt ihr die Figur zu einem wirklich guten Preis. Ja, ich finde, dass die Figur dem Original sehr gut nachempfunden ist. Ich freue mich, dass ich ihn jetzt zweimal in meiner Sammlung habe. Einmal lasse ich ihn auf jeden Fall eingepackt und ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Figur haltet, ob ihr sie euch auch gekauft habt oder dass dies zumindest vorhabt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Onkel Retro.